Hallihallo, ihr Lieben, ich bin die Patricia. Meine Mission ist es, unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen und dass jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Heute sprechen wir über das Thema Stress, Anzeichen von zu viel Stress. Ich glaube, für viele vielleicht so ein offensichtliches Thema, ja, Stress, okay, habe ich immer die ganze Zeit, kann ich nicht ändern, ist so. Und dann stellen das viele immer aufs Abstellgleis. So ging es mir auch jahrelang. Und ich habe immer gedacht oder gewusst, ich bin super stressresistent. Habe ich auch gemerkt, ich war 7 Jahre im Eventbereich. Und wo andere schon längst einen Burnout hatten, ja, das ist eigentlich überhaupt nicht lustig, ja. Aber so habe ich es damals gesehen. War ich immer noch am Start und habe immer noch Vollgas gegeben. Und ja, habe immer gesagt, ja, komm, also mich haut so schnell nichts um. Und so ist es heute auch immer noch, wobei ich, hallo Angelika, schön, dass du am Start bist, wobei ich viel bewusster mit dem Thema jetzt umgehe und viel achtsamer, viel sorgsamer. Und ich sag mal, in den letzten, ja, in den letzten 2 Jahren echt mich extrem weiterentwickelt habe, was das Thema Stressmanagement angeht. Das gehört ja auch mit zu meinem Profil. Insulinresistenz, umkehren, Stressmanagement. Ja, ich helfe Frauen abnehmen mit Blutzucker und Hormonbalance. Da ist das Thema Cortisol und Stress natürlich ganz oben mit dabei. Viele tun sich aber total schwer, das für sich irgendwie klar zu kriegen, was bedeutet Stress. Habe ich jetzt zu viel Stress? Komme ich gut klar mit Stress? Und viele, die denken, sie kommen gut klar mit Stress, kommen leider gar nicht gut klar mit Stress. Dazu habe ich auch gehört. Wenn ich mir überlege, wie ich 7 Jahre, 10 Jahre oder länger eigentlich meines Lebens verbracht habe, wie ausbeuterisch das jetzt im Nachhinein war für meinen Körper, wie hart er kämpfen musste und wie gut ich trotzdem, sag ich mal, durch alles durchgekommen bin. Das habe ich erst im Nachhinein verstanden und ein Haupt Augenöffner war, also ich habe schon davor mich mit dem Thema auseinandergesetzt und mir auch Hilfe gesucht, aber ein Augenmerk oder ein großer Augenöffner war für mich tatsächlich vor circa einem Jahr, ungefähr vor 8 Monaten, so im Januar, Februar wahrscheinlich, dieses Jahr, habe ich einen Gentest gemacht, also eine Auswertung meiner DNA. Also wie ist mein Baukasten, ja, mein Lebensbaukasten, wie sieht der aus? Und habe eben erfahren, dass ich eine langsame Kont habe. Ja. Das heißt, ein SNP an der Stelle, wo es einfach, sagen wir mal, mein Körper erschwert oder mein Körper es schwerer hat, mit Stress umzugehen, Stress abzubauen. Ja. Da geht es um Abbaumechanismen, nicht nur von Dopamin, aber auch von Adrenalin, von Noradrenalin. Diese ganzen Dinge, sag ich mal, die da ausgeschüttet werden, wenn du Stress hast, baut mein Körper, also meine kommt, in dem Fall langsamer ab. Ja, also sozusagen eine langsame kommt, die ich Gott sei Dank nur, ja, von einer Seite habe, ja, also nicht doppelt von beiden Eltern, nur von einer Seite. Man weiß nicht von welcher, das findet man nicht raus bei einem Gentest. Ja, das bleibt für immer unbegründet, außer die Eltern machen natürlich auch einen Gentest. Ne? Und das war für mich so ein bisschen ein kleiner Schockmoment. Erst zum Nachhinein, weil ich dann gemerkt habe, hoppala, mein Körper kann ja doch gar nicht so gut mit Stress. Und ich lade mir da ziemlich viel auf und denke immer, ja, damit, ich kann damit umgehen. Ich bin extrem stressresistent und habe gelernt, über die Jahre halt da einen guten Coping-Mechanismus zu haben. Aber mein Körper ist damit natürlich überhaupt nicht happy. Ja? Und wer weiß, wie lange das noch gut gegangen wäre, wenn ich jetzt nicht wirklich diese Erkenntnis gewonnen hätte für mich. Ja? Und deswegen hat das Thema Stress für mich nochmal eine viel tiefere Bedeutung bekommen. Und ich habe auch dann verstanden, als ich da eben gearbeitet habe mit diesem Thema und mir auch Hilfe geholt habe, dass auch Stress auf diversen Ebenen stattfindet. Ja. Kannst du mir für den Anfang exogene Ketone empfehlen? Ja, absolut. Ich möchte anfangen, mich ketogen zu ernähren, da ich stark übergewichtig bin. Okay, das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Super, super gut. Da kann eine ketogene Ernährung bei Insulinresistenz, was du ja dann auf jeden Fall hast, definitiv dir helfen, da auch wieder rauszukommen. Muss man natürlich immer individuell betrachten, ob eine strikte ketogene Ernährung wirklich komplett Sinn macht oder ob man eher Low Carb fährt, dann zum Beispiel in Kombination mit den exogenen Ketonen. Wichtig ist dann immer, dass du RBHB-Ketone nimmst. Also das bedeutet, RBHB steht für rechtsdrehendes Beta-Hydroxybutyrat. Ich beantworte noch ganz schnell die Frage hier auf TikTok und dann gehen wir wieder zurück zum Thema Stress.
Und das sind genau die gleichen Ketonkörper, die dein Körper herstellt, wenn du dich ketogen ernährst oder wenn du fastest. Und die sind 100% bioidentisch und natürlich hergestellt. Ja? Und wenn du da mehr Infos haben magst, geh gerne in den Linktree in meinem Profil. Der allererste Link, der führt dich nämlich direkt in mein WhatsApp. Dann schicke ich dir gerne Infos noch weiter zu den Ketonen und auch gerne den Shop-Link, wenn du sie ausprobieren magst. Ja? Und das sind wirklich die einzigen, die auch funktionieren. Also 100% bioidentisch und natürlich hergestellt. Das ist halt super wichtig. Hey Patrick, schön, dass du mal wieder dabei bist. Genau, also DZ1991. Ja? Freue ich mich auf deine Nachricht. Also Linktree, mein Profil, allererster Link. Dann landest du bei mir in meinem WhatsApp und ich schicke dir gleich nach dem Live dann Infos zu den Ketonen und gerne den Shop-Link. Du hast dann meine Betreuung mit dabei. Du möchtest ja abnehmen, du sagst, du bist übergewichtig, ketogene Ernährung. Da können wir uns auch genau darüber austauschen, ob das für dich jetzt wirklich der richtige Weg ist, ob du vielleicht nicht doch lieber Low Carb machst. Kommt ein bisschen darauf an, auch wie alt du bist, was deine Lebenssituation ist, was deine Stresssituation ist, ja, passend zum Thema für heute, ob du noch einen Zyklus hast, ob du schon in den Wechseljahren bist, ja, was da so der Unterschied ist. Da können wir dann genau einfach das besprechen und für dich individuell anpassen. Das ist eben das, was du mit dabei hast, nämlich die Betreuung beim Kauf der exogenen Ketone. Du bekommst meine komplette Guideline, 5 Elemente gegen Insulinresistenz, komplett gratis mit dazu, Ernährungsempfehlungen, Einnahmeempfehlungen, sowieso alles hast du wirklich gratis mit dabei. Guten Morgen, Silke, schön, dass du am Start bist. Das heißt, da hast du wirklich schon die Hälfte Miete und allein das ist ja schon viel, viel mehr wert als die Ketone selber. Genau, gehen wir zurück zum Thema Stress. Also, da habe ich dann auch wirklich zum ersten Mal verstanden, dass Stress wirklich auf verschiedenen Ebenen auch wirklich stattfindet. Ja? Zum einen natürlich die offensichtliche Ebene, wenn du überfordert bist, wenn du Termindruck hast, wenn du das Gefühl hast, du bist nur am Reagieren und du kommst überhaupt nicht hinterher und du weißt gar nicht, was du als erstes machen sollst. Danke, Patrick, für das Herz. Das ist so der offensichtliche Stress, ja? Den jeder von uns hat, ja. Das kann man auch nicht irgendwie ändern. Man kann nur halt arbeiten, wie man damit umgeht, klar. Und Stress ist auch immer total subjektiv. Ja, was für den einen total stressig ist und die Hölle auf Erden, da denkt sich der andere, was hat sie denn jetzt? So, ist so total entspannt. Mach A, B, C und fertig. Ne? Und für den anderen ist es vielleicht ein Tag voller Stress. Ja? Es ist total unterschiedlich und dann darf man dann auch nicht sagen, ja komm, jetzt stell dich nicht so an, das ist doch gar nicht so schlimm und das ist doch nicht stressig, wenn es für die Person als Stress empfohlen wird, empfunden wird, wenn das dein Körper, dein Geist, deine Seele als Stress empfindet, dann ist es auch Stress und dann kannst du dir auch nicht einreden, ja gut, das ist ja doch nicht so schlimm. Ja, dann entwickeln sich einfach da auch Schritt für Schritt die Symptome von einfach zu viel Stress, die wir heute auch nachher noch durchgehen. Aber zurück zu Stress auf verschiedenen Ebenen, also der offensichtliche Stress, die Ebene 1, ja. Ebene 2, der körperliche Stress. Also alles, wo du auf Körperebene Baustellen hast, das kann eine Autoimmunerkrankung sein. Ganz viele mit Hashimoto, ganz viele meiner Kundinnen haben das Thema. Die Insulinresistenz natürlich, aber auch Leaky Gut sorgt auch für Stress. Ja. Das ist dann die körperliche Ebene. Und dann haben wir noch die, sagen wir mal, die emotionale Ebene, die seelische Ebene, die geistige Ebene. Nenn es, wie du es möchtest. Aber es gibt auch Stress, sagen wir mal, eben auf dieser emotionalen Ebene, wo du vielleicht gar nicht realisierst, dass du den tagtäglich hast. Das kann jetzt irgendeine Erinnerung sein, die dich noch prägt, wenn du irgendwas siehst, hörst oder riechst. Das kann sein, dass du noch irgendwem nicht verziehen hast, dass du da noch irgendwo, wo du noch irgendwo dranhängst, wo du sagst, das muss ich noch aufarbeiten. Das kann irgendein Trauma aus der Kindheit noch sein. Das kann sein, du hast jetzt mal eine schlechte Erfahrung mit einem Hund. Ja, und jedes Mal, wenn ein Hund dir unterkommt, in deinem Alltag zum Beispiel, ist das für deinen Körper total Stress. Und du hast Angst vor Hunden. Und das merkst du vielleicht in dem Moment noch gar nicht, außer dass du vielleicht dich dann schlecht fühlst, wenn ein Hund kommt. Aber das assoziierst du dann vielleicht nicht mit, oh mein Gott, mein Körper ist jetzt unter Stress. Ich merke gerade auf Facebook bricht hier gerade die Verbindung zusammen. Ich habe volles WLAN, ich weiß nicht, was los ist. Ich versuche es nachher gleich nochmal zu verbinden. Ansonsten hoffe ich, dass die Facebook-Leute rüberhüpfen können auf Instagram. Und ich speichere nachher, wenn ich es abspeichere, kommt es von Instagram ja eh automatisch auf Facebook gepostet. Aber es scheint jetzt nicht, scheint nicht weiterhin zu funktionieren. Ich werde es jetzt mal abbrechen hier, weil das macht keinen Sinn. Super. Also sorry an Facebook, die mich jetzt ja nicht mehr hören können, aber egal. Jetzt machen wir einfach weiter mit TikTok und mit Instagram, passt auch. Ja, und wenn du dir bewusst bist, dass dieser Stress auf allen drei Ebenen auftauchen kann und bei dir wahrscheinlich auch auf allen drei Ebenen
präsent ist, auch wenn du es vielleicht noch gar nicht so realisiert hast, dann ist da natürlich schon, ich sag mal nicht die Hälfte getan, aber du bist dann schon mal einen riesen, riesen Schritt weiter. Und dann geht es natürlich darum, wie kannst du an dem Stress arbeiten auf diesen drei Ebenen. Und das ist auch wichtig, auf den drei Ebenen zu arbeiten. Ja? Also natürlich der Stress von außen, Termindruck und so weiter, Überforderung, da kannst du arbeiten mit einem besseren System, mit mehr Struktur, mit Prioritäten setzen, mit erstmal Stressoren identifizieren und vielleicht auch eliminieren, die du eliminieren kannst. Ja? Sei es, dass es eine toxische Beziehung ist oder auch vielleicht eine toxische Freundschaft, die kannst du sehr wohl beenden. Ja? Das ist auch nichts von heute auf morgen, ja, aber zumindest kannst du daran arbeiten, ja, was auch tatsächlich ja auch wieder zu einem emotionalen Stress beitragen kann, genau. Naja, und auf körperlicher Ebene kannst du einfach arbeiten, mit dich gesund zu machen, ja, deinen Körper sich heilen zu lassen. Das heißt, dir gegebenenfalls auch Hilfe suchen, ja, wenn du weißt, du hast Übergewicht, du hast Bauchfett, du hast Hashimoto, du hast eine Insulinresistenz, du hast ein Leaky Gut, dass du deine Beschwerden und deine Baustellen auf körperlicher Ebene angehst und da den Stress reduzierst, ja, und dann auch auf emotionaler Ebene. Und das war für mich lange am schwierigsten, weil ich gar nicht wusste, okay, Stress auf emotionaler Ebene, also was habe ich denn? Ich habe eigentlich kein Problem, ich brauche keinen Therapeuten, alles ist gut, ja. Aber manchmal kann es total hilfreich sein, mit einem Therapeuten trotzdem zu arbeiten. Es muss auch vielleicht keine Gesprächstherapie sein. Bei mir hat dann Hypnose den Knoten platzen lassen. Ja, ich habe mal Hypnose ausprobiert, weil meine Ärztin, mit der ich dann damals zusammen angefangen habe zusammenzuarbeiten, die Elke, mittlerweile eine meiner besten Freundinnen, die mir am Anfang maßgeblich geholfen hat, auf allen Ebenen den Stress stressresilienter zu werden, ja, und besser mit dem Stress umzugehen. Und zum einen haben wir eine Blutanalyse bei mir gemacht, Nährstoffe gecheckt, einfach gesehen, okay, wir haben sogar eine leichte Insulinresistenz. Also ich habe sogar eine leichte Insulinresistenz, nur durch Stress. Du kannst durch zu viel Stress eine Insulinresistenz entwickeln. Auch wenn du dich total clean ernährst, wenn du Krafttraining machst, wenn dein Schlaf sehr gut ist. Was bei mir alles war. Ja, das ist ja oft das Problem bei den Leuten, die Ernährung, ja, die Bewegung viel zu wenig und der Schlaf ist auch katastrophal. Ja, kein Wunder, dass du eine Insulinresistenz hast. Brauchen wir nicht weiterreden. Ganz klar. Bei mir waren aber diese drei Dinge gut. Bei mir waren die Nährstoffe gut. Ich hatte keinen Nährstoffmangel und den haben wir, das bisschen, was da war, haben wir dann beseitigt und alles war gut. Es war aber nichts Gravierendes. Es war einfach der Stress. Ja, und das hat mich halt total wachgerüttelt, auch wenn ich denke, so, also eigentlich dachte ich, habe ich es gut im Griff und ich gehe regelmäßig in die Sauna, ich lade meine Batterien auf, ich mache Atemübungen, gut, könnte ich mehr machen, klar. Ich habe mir gelernt, Zeit dafür zu nehmen, das in meinen Alltag einzubauen, einfach stressreduzierende Maßnahmen. Habe mich viel bewegt, war viel in der Natur und so weiter. Aber es hat wohl nicht ausgereicht. Es war immer noch zu viel Stress, zumindest so viel, dass es zu einer Insulinresistenz geführt hat. Wie hängt das zusammen? Cortisol ist zu hoch, das triggert auch immer Insulin, um es ganz kurz zu machen. Ja? Weil grundsätzlich, wenn du Stress hast, schickt der Körper ja Zucker ins Blut, also Energie. Du brauchst nämlich dann Energie. Weil was war, als wir früher Stress hatten, dann waren wir also sind ja immer noch im Fight- oder Flight-Modus. Was ist da früher passiert? Stress gab es früher immer nur, wenn du Existenzstress hattest im Sinne von dein Leben ist in Gefahr oder das Leben deines Stammes oder deiner Familie ist in Gefahr. Also das heißt, entweder musstest du kämpfen oder du musstest weglaufen. Beides hat maßgeblich Energie gebraucht. Das heißt, es ist immer noch diese gleiche Physiologie, die wir immer ja noch haben. Ja? Das heißt, wenn du Stress hast, auch wenn das jetzt erstmal kein Stress ist, wo du kämpfen musst oder weglaufen musst, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern einfach nur ein Stress ist, wo du da sitzt und ein Telefonat führst, eine E-Mail beantwortest und gleichzeitig noch mit deinem Chef redest, als Beispiel, passieren die gleichen Mechanismen. Cortisol wird ausgeschüttet, Adrenalin wird ausgeschüttet, Noradrenalin und. Das geht alles ins System und los geht. Los geht's. Genau, das Mammut oder der Säbelzahntiger. Was es auch immer war früher. Diese Art von Problemen haben wir jetzt ja nicht mehr. Jetzt haben wir andere Probleme, aber der Körper macht ja immer noch genau das Gleiche. Und wenn du dich dann in diesem Moment nicht bewegst und diese Dinge wieder abbaust, ja, den Blutzucker abbaust, indem dass du dich bewegst, den Blut, die Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, wenn das nicht Dopamin, wenn das nicht alles wieder abgebaut wird, dann macht dich das auf Dauer irgendwann krank, wenn das immer und immer wieder passiert. Und das ist dann eben der chronische Stress, der dich auf Dauer krank macht. Und ich glaube, so viele Menschen unterschätzen immer noch, dass das Hauptproblem von Krankheiten in unserer Gesellschaft im Moment ist Stress.
ganz klar. Da gibt es auch niemanden, der dagegen irgendwas sagen kann. Ja, das kenne ich leider auch. Kann ich keine Hypnose machen wegen gesundheitlichen Gründen. Okay, schade, aber dann gibt es für dich vielleicht andere Möglichkeiten, Silke. Es gibt ja so viele coole Sachen, die dir helfen, dein Unterbewusstsein anzuzapfen, sage ich jetzt mal ganz einfach gesehen, einfach gesagt, ne? Und die dir halt helfen können, auch bewusster zu werden und mehr in dein Inneres zu schauen. Es gibt so viele tolle Methoden, ja? Da bin ich jetzt auch kein Profi dafür, um dir da jetzt was zu empfehlen, aber ich sag nur, da dir wen zu suchen, der dir da helfen kann oder dir was empfehlen kann, ist einfach Gold wert, ja. Also empfehlen kann ich dir natürlich schon ein paar gute Menschen, wo ich weiß, die arbeiten auch online. Also wenn du da eine Frage hast, kann ich natürlich jemanden empfehlen, aber ich kann natürlich diese Arbeit nicht mit dir machen. Ja. Dafür bin ich natürlich gar nicht ausgebildet. Ja. Bei mir gibt es Gesundheitsfragen. Ich kann dir erklären, wie du deine Insulinresistenz besiegst und so. Da bin ich Experte. Aber trotzdem spreche ich gerne auch über diese anderen Dinge, dass die auch wichtig sind und dass du dich da auch drum kümmern musst. Ja. Genau, jetzt haben wir den Stress auf den drei Ebenen. Wie er einfach auftauchen kann, das ist für viele vielleicht auch neu, ja. Und für mich war das halt so, ja gut, irgendwie macht es Sinn, aber ich habe mich nie so genau damit befasst. Und jetzt ist so die Frage, okay, jetzt frag dich mal, wie geht's mir denn gerade wirklich, ja, in meinem Alltag? Wie fühle ich mich denn jeden Tag? Und was sind denn so die Anzeichen, dass ich vielleicht auch auf der Stressleiter schon recht weit oben bin, ja? Viele können das total gut einschätzen, weil sie es einfach fühlen und sich eh kurz vorm Burnout fühlen und sagen, hey, ich bin völlig drüber, ich brauche Hilfe, es kann nicht mehr weitergehen. Aber wenn du vielleicht noch nicht so an dem Punkt bist, gehen wir jetzt einfach mal ein paar Symptome durch, ein paar Anzeichen, wie du merken kannst, dass du vielleicht wirklich ein Thema hast mit Stress. Das hat fast jeder. Könntest du mir bitte Empfehlungen schicken? Ja, Silke, schick mir gerne, bitte ganz wichtig, über Instagram einfach eine Nachricht, also eine DM, einfach eine persönliche Nachricht, oder kommentiere später unter das Live und dann kann ich dran denken und kann dir, ich kann dir zum Beispiel zwei Kontakte kann ich dir schicken, die auch online arbeiten, auch mit Hypnose und genau, mit ähnlichen Dingen. Also, Anzeichen von zu viel Stress, ja, also vieles liegt, glaube ich, auf der Hand und ist für viele von euch jetzt schon ein guter Begriff, aber wir können auch gerne mal sammeln. Schreib du mal rein, was für dich Anzeichen von zu viel Stress ist. Wie fühlt sich jemand, wie geht's jemandem, der chronischen Stress hat, der ständig Stress hat, der zu viel Stress hat, dass es schon langsam gesundheitsbedenklich werden kann. Was sind das für Symptome? Ja? Ich würde sagen, wir sammeln einfach mal. Also ich habe mir auf jeden Fall eine Menge hier aufgeschrieben. Die können wir jetzt alle mal durchgehen. Bei vielen, da ist man vielleicht gar nicht, hat man es gar nicht so auf dem Schirm, dass es mit Stress zusammenhängt. Aber Stress beeinflusst einfach alles in deinem Körper. Ja? Also sammeln wir gerne mal, schreib mal hier rein in die Kommentare. Was dir so einfällt, was sind Anzeichen von zu viel Stress? Wie fühlt sich jemand, der zu viel Stress hat? Wenn du gerade Auto fährst oder am Kochen bist oder in der Schule bist oder in der Uni bist oder weiß was ich, wo in der Arbeit bist und eigentlich gar nicht tippen kannst, dann natürlich bist du entschuldigt, aber alle anderen dürfen voll gerne mitmachen. Jetzt traut sich keiner. Das ist immer geil, wenn ich so eine Frage stelle, da kommt immer nichts. Also stimmt nicht, es kommt meistens Spaß, aber es dauert ein bisschen. Ich lasse euch ein bisschen Überlegungszeit. Also ich kann auch ein bisschen trinken, so ist es nicht, ja. Ist auch immer gut, wenn ich die Ketonflasche dann auch leer habe, weil ich bin so ein Kandidat. Das bleibt bei mir normal immer über und das ist dann den ganzen Tag in der Flasche und abends denke ich mir so, irgendwie will ich es jetzt auch nicht mehr trinken, es ist jetzt schon warm, dann schütte ich es weg, was natürlich super traurig ist, das darf man hier gar nicht laut sagen, ja, die guten Ketone. Aber tatsächlich muss ich mich immer dazu zwingen, wirklich mal eine Flasche auszutrinken. Und es macht ja auch Sinn, die ganze Konzentration dann auf einmal im Blut zu haben. So, wir haben jetzt hier Judith, Bluthochdruck. Super. Schlechter Schlaf, absolut. Ich würde mal sagen, schlechter Schlaf, total, ja. Oft schon die Leute, die nicht einschlafen können, ewig rumliegen, noch im Bett, sich wälzen. Vielleicht auch, weil der Gedankenkreisel gar nicht aufhört. Bluthochdruck ist dann vielleicht eher, sagen wir mal, ein Anzeichen, Symptom, was ein bisschen später vielleicht auch kommt, was total eng verbunden ist mit Insulinresistenz. 98% aller Menschen, die Bluthochdruck haben, die haben auch eine Insulinresistenz. Was allein durch Stress sein kann, aber
natürlich meistens auch noch andere Komponenten mit sich bringt. Ja, also schon mal super. Ich würde sagen, Instagram gewinnt. Instagram hat 2 Antworten gegeben. TikTok gibt gar keine Antwort. Obwohl, ja, fast gleich viele Menschen dabei sind. Okay, aber ist nicht schlimm. Wir gehen jetzt einfach mal meine Liste noch so durch. Die Uschi hat auch noch was. Wenn man in ruhigen Momenten Fluchttendenzen hat, zum Beispiel auch nicht meditieren kann. Mhm. Das finde ich auch cool, ja. Absolut. Nicht meditieren kann, ja, das würde ich vielleicht nicht ganz unterschreiben. Ich würde sagen, es gibt auch Menschen, die vielleicht jetzt nicht so stark Probleme haben mit Stress, trotzdem nicht so gut meditieren können. Meditieren ist halt auch immer, wo ziehst du die Grenze, was ist Meditieren? Für mich ist Meditieren eigentlich auch, wenn ich durch den Wald laufe, nur mit meinen Gedanken. Keinen Podcast höre, keine Musik höre, nicht mich mit niemandem unterhalte, einfach nur Zeit für mich und meine Gedanken. Das ist für mich, mache ich viel lieber als Meditation. Also mich hinzusetzen und mir eine Meditationsvorgabe auf YouTube oder so reinzutun, wo ich mir irgendwas vorstellen soll. Das klappt bei mir manchmal nicht so gut, weil meine Gedanken auch abschweifen. Ja? Also das würde ich jetzt nicht total linken, dass man dann viel zu viel Stress hat, wenn man nicht gut meditieren kann. Aber auf jeden Fall, wenn man halt sich nicht, also wenn man so diese Rastlosigkeit hat, ja, und dieses, was du, glaube ich, meinst, dieses Fluchttendenzen, ja, dass man immer auch Ablenkung braucht, immer zum Handy greift, dann doch einen Podcast anmacht, Musik, also wenn du dich auch nicht so gut mit dir selber vielleicht beschäftigen kannst oder einfach mal still sein kannst oder einfach mal da liegen, 10 Minuten die Augen zu machen, sich nicht bewegen, wenn du das halt wirklich nicht kannst, weil du da einfach diese Rastlosigkeit verspürst, also da würde ich auch schon sagen, das ist definitiv ein Anzeichen von zu viel Stress. Hoher Puls, hohe Atemfrequenzen. Total. Also ich habe das teilweise in Situationen, wo ich sehr gestresst bin, die zum Beispiel sehr viel, viel arbeite über mehrere Tage, Wochen, weil ich, keine Ahnung, Seminar mache, vorbereite oder gerade viel los ist in meinem Business, ich parallel aber auch noch irgendwie ein Webinar zugesagt habe, was ich vorbereiten muss oder was auch immer. Ja, schon oft diese Situationen gehabt, wo ich dann wirklich den ganzen Tag nur arbeite, ein bisschen Sport mache, spazieren gehe und esse und das war's. Aber halt auch sehr viel Blaulicht-Exposition habe, viel am Rechner, am Handy sitze, dann habe ich oft so dieses Ding, dass ich so vergesse zu atmen, wo ich merke so, boah, irgendwie mein Herz schlägt jetzt irgendwie anders. Ja? Und das ist dann immer der Alarm, okay, jetzt muss ich erstmal ein paar Atemübungen machen, jetzt muss ich erstmal Pause machen, ja. Oder eben der hohe Puls, absolut, genau. Also was ich auch immer sehr merke, was auch gerade wieder an der Tagesordnung ist hier, ich habe mir schon einen Termin gemacht bei einem Osteopathen beziehungsweise bei einer Physiotherapeutin. Die ist beides, Osteopathin und Physiotherapeutin. Hier in Kunil, total cool, am Donnerstag gehe ich dahin, verspannt. Also bei mir ist immer die rechte Seite komplett verspannt, wenn ich zu viel Stress habe. Nicht unbedingt zu viel Stress nur, sondern auch natürlich schlechte Haltung, meine Mobility-Übungen vielleicht nicht ganz so konsequent gemacht. Und wenn ich mich länger nicht massieren lasse, dann ist es bei mir auch immer wieder da. Aber Verspannungen oder gar Rückenschmerzen, oft ist ja auch unterer Rücken, Lendenwirbelsäule-Bereich, das assoziiert man halt auch mit zu viel Stress ganz oft, ja. Schlafstörungen hatten wir schon, genau, also schlechter Schlaf, man nicht einschlafen können, nicht durchschlafen können, generell Schlafstörungen zu haben, wenn man ständig krank ist, ja, wenn dein Immunsystem nicht so wirklich mitmacht, du hast ständig irgendwie eine Grippe, alles irgendwie erwischt dich, ein Virus und so weiter, du bist ständig krank, kann auch ein Anzeichen sein, dass du viel zu viel Stress hast. Ja. Kann natürlich auch heißen, du hast einen Nährstoffmangel und du hast einen Eiweißmangel. Wahrscheinlich hast du alles auf einmal und das ist natürlich dann auch Stress, weil du kannst natürlich, wenn du weißt in Phasen, du hast viel Stress und das kannst du jetzt nicht verhindern. Wie zum Beispiel, mein Business geht gerade durch die Decke, ich muss aber parallel auch noch einen Vortrag und ein Webinar vorbereiten. Und ich muss das alles in 4 Tagen fertig haben. Beispiel, ja, hatte ich alles schon, diese Situationen. Dann habe ich Stress. Ganz klar, den ganzen Tag, weil ich krassen Druck habe, fertig zu werden. Was ich dann aber machen kann, ist Nährstoffe zu erhöhen. Ja, dann weiß ich nehme mehr Magnesium, dann weiß ich nehme mehr Vitamin C, dann weiß ich nehme vielleicht ein bisschen Eisen noch, dann weiß ich nehme mehr B-Vitamine. Bei mir ist das mit den B-Vitaminen gut, ja, sag ich mal, weil ich trinke exogene Ketone, den Elektrolyten, in der Ketocreme, im Eiweiß, alles, was ich nehme, da sind überall B-Vitamine drin. Da bin ich safe, sag ich mal, ja. Aber wenn du das nicht hast und du einen B-Vitamin-Komplex nimmst, dann nimm von dem vielleicht ein bisschen mehr in Phasen, wo du so viel Stress hast, wo du es dann aber auch nicht vermeiden kannst, den Stress. Ja, also du kannst schon auch gezielt deinem Körper helfen in stressigen Situationen.
Der Klassiker bei zu viel Stress, Verdauungsprobleme. Das kann Verstopfung sein, das kann aber auch Durchfall sein. Ja, ich hatte beides schon. Bei mir ist es auch so, dass es teilweise manchmal auch von Tag zu Tag wechselt. Ist dann super toll, ja. Es ist wirklich nicht schön, absolut nicht, ja. Ist aber bei ganz vielen Leuten Fakt, ja. Oder ein Leaky Gut, der Schritt für Schritt entsteht durch den ganzen Stress, ja. Wenn du dann auch im Stress natürlich nicht achtsam isst, dir nicht die Zeit nimmst zu essen, das nicht gut kaust, was du isst, dann wird es auch nicht gut verdaut, dann kommt es im Darm auch nicht gut an und dann entsteht noch mehr ein Leaky Gut, ja. Das heißt, verdauen solltest du ja eigentlich im Parasympathikus. Das heißt, wenn du eigentlich nicht die Möglichkeit hast, ein bisschen durchzuatmen, runterzukommen, bevor du isst und dir nicht mindestens 10 Minuten, Viertelstunde in Ruhe essen nimmst, wo du nichts anders machst, wo du dich hinsetzt, isst und nichts anders machst. Gut kaust, in Ruhe. Wenn du das nicht hast, dann brauchst du gar gleich gar nichts essen. Was die meisten Menschen dann nicht umsetzen, weil gar nichts essen ist dann keine Option, was natürlich auch irgendwie klar und verständlich ist, aber dann schiebt man schnell zwischen Tür und Angel irgendwas rein oder die Menschen, die im Auto fahren, weil sie einen Pflegedienst haben oder im Krankenhaus arbeiten mit Schichtdienst und keine Pause haben, dann müssen die schnell zwischen Tür und Angel was essen. Aber das ist eigentlich das Bescheuerste, was du machen kannst, weil dann wird auch nichts verdaut. Weil im Sympathikus, wenn du bist, brauchst du nicht glauben, dass da was verdaut wird. Nicht gut zumindest, ja. Das heißt, wenn du im Sympathikus bist, im Flight, Fight oder Flight-Modus, dann hat der Körper oberste Priorität, dein Leben zu retten. Ja, und dann ist gerade voller Fokus auf das, was dich in Gefahr bringt. Und dann ist da kein Raum für Verdauung da. Ja, und Verdauung findet dann wirklich erst, gute, ordentliche Verdauung, erst im Parasympathikus statt. Ja, und wenn du das nicht schaffst, da reinzukommen zum Essen, gar nicht gut. Ja, und dann entstehen Verdauungsprobleme und dann entsteht ein Leaky Gut. Ja, auf Dauer nämlich, wenn du das tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang so praktizierst. Absolute Katastrophe, ja. Natürlich, eine Insulinresistenz kann auch ein Anzeichen sein von zu viel Stress, was bei mir der Fall war, ja. Eine Insulinresistenz entwickelt nur durch zu viel Stress. Also das ist natürlich echt extrem. War mir nicht klar bis zu dem Zeitpunkt, dass das überhaupt möglich ist. Also abgefahren, ja, wirklich. Tinnitus ist auch so ein Klassiker, ja, wenn es immer pfeift in deinem Ohr. Weißt du auch spätestens dann, okay, ich sollte mich mal mit meinem Stresslevel auseinandersetzen. Ja, dann ist das Kind, sag ich mal, schon eigentlich lange im Brunnen gefallen. Wenn du ständig Heißhunger hast, ja, oder nicht länger ohne essen kannst, ist ja auch ein Symptom von einer Insulinresistenz, aber das ist auch, kann auch sein. Danke, Ulrike, für, was habe ich bekommen? So eine Art Gänseblümchen mit einer Biene oder so. Vielen Dank. Sehr, sehr, das habe ich noch nie bekommen. Normal kriege ich Herzen oder ich habe auch schon mal ein Eis und einen Frosch bekommen, aber sowas habe ich noch nie bekommen. Vielen Dank. Sehr cool, was es alles gibt hier. Das ist einfach phänomenal. Deswegen liebe ich TikTok, weil da ist es immer eine neue Überraschung am Start für mich. Das finde ich genial. Sehr, sehr schön. Genau, also bei dem Heißhunger natürlich. Bei manchen Menschen ist es natürlich auch andersrum, gell? Also wenn die zu viel Stress haben, dann essen die gar nichts mehr. Das ist natürlich auch nicht gut, ja. Und manche schieben dann alles in sich rein, ja. Und dann so dieses typische Heißhungergefühl. Übergewicht und Bauchfett. Ja, hast du vielleicht schon mal gehört, Stressbauch, ja, das heißt, wenn du eigentlich, das habe ich manchmal, dann wird mein Bauch so ein bisschen dicker, ich habe einfach mehr Bauchfett, wo ich mir denke so, will ich jetzt irgendwie so clean gegessen, eher vielleicht auch noch zu wenig gegessen die letzten Tage, aber wenn mein Bauch wird irgendwie, da ist einfach mehr Fett jetzt da, ja, vielleicht auch mehr Wassereinlagerung und das ist ein Zeichen von Stress, ja, also sozusagen, Insulin ist ja unser fetteinspeicherndes Hormon. Wenn Cortisol hoch ist, triggert es auch Insulin. Somit ist Bauchfett, kann auch ein Symptom sein oder ein Anzeichen sein von zu viel Stress. Ja. Bei den meisten kommt da natürlich noch eine schlechte Ernährung mit dazu, zu wenig Bewegung, Nährstoffmangel, schlechter Schlaf, alles das. Und das führt dann zum metabolischen Syndrom, beziehungsweise wir haben es Bluthochdruck, Insulinresistenz, bis hin zum Typ 2 Diabetes. Ja. Stoffwechselstörung auf dem Weg, eine Fettleber sowieso. Dann aber auch Arteriosklerose, Herz-Kreislauf-Beschwerden. Das sind alles einfach Folgen von einem nicht funktionierenden Stoffwechsel. Ja. Der auch eben durch Stress begünstigt werden kann. Ja, oder allein schon das auch ausreicht, um dahin zu kommen. Dann das Thema Müdigkeit. Ja, wenn du ständig abgeschlagen bist, aufwachst, eigentlich 8 Stunden, 9 Stunden geschlafen hast, aber völlig gerädert aufwachst, auch nicht ohne Wecker aufwachst, das heißt, immer einen Wecker brauchst, um aufzuwachen, um fit zu sein, bist du dann nicht. Also fit bist du dann nicht mit dem Wecker, aber zumindest überhaupt aufzuwachen, brauchst du einen Wecker.
sollte eigentlich nicht sein. Ja, nach 6 Stunden oder 7,5 Stunden oder wie auch immer, solltest du eigentlich aufwachen und erholt sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann das auch ein Anzeichen sein von zu viel Stress, Stimmungsschwankungen, schlechte Laune, ständig gereizt, ja, oder dieses Rastlosigkeitsgefühl, was vorher die Uschi auch erwähnt hat. Ja, das sind auch alles Anzeichen von zu viel Stress. Oder wenn du ständig immer so auf 180 schnell kommst, ja, also gereizt bist oder so, auch diese Alarmbereitschaft, immer so denkst, boah, jetzt könnte irgendwie was Schlimmes passieren oder irgendwie total unruhig bist, ja, hin zu Angstzustände, Thema Depression, das sind alles einfach Folgen von zu viel Stress, ja, unter anderem. Da kommt bei vielen Menschen ja noch viel, viel mehr dazu. Aber auch so ein Unzufriedenheitsgefühl, ja, wenn du mit allem, was du machst oder was passiert, wenn du da immer nur das Schlechte siehst und sagst so, boah, ist alles kacke und immer passiert mir das, dann kommst du schnell in so ein Problemloop rein und bla, bla, bla und bist zum Opfer und so weiter, ja, auch wenn du das vielleicht gar nicht willst und dann nervt dich das, dass das so ist und dann schiebt sich, also dann schaukelt sich das auf und dann kommst du dann nicht mehr raus, ja. Und da kann auch einfach das Thema Stress entscheidend dafür verantwortlich sein. Wenn du dich nicht konzentrieren kannst, wenn du am Laptop sitzt, arbeiten solltest und einfach dein Birn nicht klar kriegst, ja, wenn ich das manchmal habe, es liegt auch an zu viel Stress oft, ja, gebe ich zu. Ich meine, mir helfen dann ehrlicherweise die Ketone halt extrem. Dann trinke ich halt Ketone und dann geht's besser. Ja, das ist natürlich aber eine tolle Lösung in dem Sinn, ja, für mich, weil Ketone mir auch helfen, meine Stressresilienz zu verbessern. Sie wirken ja nicht nur als Energieträger, sondern auch als Signalmoleküle und somit natürlich auch sehr von Vorteil, dass die Kommunikation der Hormone auch wieder besser funktioniert. Ja, und Cortisol ist ja da eines der wichtigsten Hormone, was gerade dann auch negativen Einfluss hat auf Insulin, auf dann die Geschlechtshormone, ja, auf Östrogen, auf Progesteron, aber auch auf Testosteron, auf die Schilddrüsenhormone. Das hängt ja alles zusammen. Also da fange ich jetzt lieber nicht an, weil sonst bin ich in einer Stunde immer noch nicht fertig. Ja? Und das sind einfach alles, ich sag mal, Anzeichen, Symptome von zu viel Stress. Ja? Und ich hoffe, da war jetzt einiges dabei, wo du dir denkst, okay, gut, das habe ich so noch gar nicht irgendwie wirklich nicht so ganz auf dem Schirm gehabt. Vielleicht auch das mit diesen 3 Ebenen, wie Stress einfach auftaucht, beziehungsweise was Stress mit dir machen kann. Überdenk das mal für dich. Geh da vielleicht mal ein bisschen in dich. Das ist wirklich ein Thema, wo ich jedem einfach ermutige, da mal genauer hinzuschauen bei sich. Und dann gehen wir in den nächsten Tagen, gehen wir wirklich die Lösungsansätze an. Ja, also was kannst du tun, um deine Stressresilienz zu verbessern? Was kannst du für Maßnahmen umsetzen, die vielleicht jedem jetzt eh irgendwie klar sind, was da jetzt kommt? Aber ich gebe dir dann wirklich konkrete Tipps für die Umsetzung, die mir geholfen haben, weil ich habe das auch alles jahrelang in der Theorie gewusst, was ich machen muss. Das hat halt nicht funktioniert. Es hat absolut nicht funktioniert. Ja. Und ich bin dann damit sogar in eine Insulinresistenz reingerutscht, aus der ich mittlerweile auch wieder raus bin, auch wieder reingekommen bin, aber dann auch wieder rausgekommen bin. Ja. Also das ist immer so ein Prozess und es ist nicht so, jetzt habe ich es verstanden und jetzt kann ich Stress managen und jetzt habe ich nie mehr wieder Stress und ich bin total stressresilient und jetzt habe ich es geschafft und ich bin fertig mit meinem Leben und alles ist toll. Das ist nie so. Das ist weder mit der Ernährung so, das ist auch nicht mit Bewegung so und das ist natürlich auch nicht mit Schlaf so, das ist auch nicht mit deinen Nährstoffen so. Ja, das heißt, es ist immer alles Work in Progress. Ja. Dein ganzes Sein, dein ganzer Körper, alles, ja. Und deswegen hast du ja jeden Tag wieder neu die Möglichkeit, dich zu entscheiden, wie lebst du dein Leben und welche Entscheidungen triffst du. 100.000 Entscheidungen, ich weiß nicht, ob das so jemand genau weiß von euch, ja, wie viele Entscheidungen wir tagtäglich treffen, eine Menge. Ich habe die Zahl vergessen, ich habe es neulich erst in einem Podcast gehört, dachte mir so, holy moly, aber ja, klar, da geht es ja schon los mit, was ziehe ich an? Was esse ich und wann esse ich und keine Ahnung was alles, ja. Gehe ich jetzt spazieren, gehe ich ein HIIT-Training machen, gehe ich ins Gym, was mache ich? Das sind alles Entscheidungen und da kannst du dir natürlich schon ein bisschen Stress auch gleich schon mal nehmen, wenn du auch gute Gewohnheiten hast in deinem Leben, die halt jeden Tag ähnlich oder gleich sind, wo du gar nicht überlegen musst, die einfach automatisch passieren. Aber genau zur Umsetzung gehen wir dann morgen und übermorgen. Da mache ich dann noch ein paar coole Lives für euch, wo wir wirklich einfach sammeln, was du wirklich tun kannst, um deine Stressresilienz aufzubauen. Ich hoffe, das war ein wertvolles Live für dich. Ich habe dich so ein bisschen abgeholt, auch mit meiner Geschichte. Und ich bin da auch immer sehr offen und teile es auch, ja, dass keiner perfekt ist, dass ich sowieso gar nicht perfekt bin, ja, dass jeder seine Probleme hat und dass alles eine Baustelle ist und Work in Progress und es ist nie so, ich habe es jetzt geschafft und jetzt zeige ich euch, wie es geht. Also ich bin rauf und runter in diesen Kurven, aber ich bin immer noch, also lange weg vom, weit weg vom Ziel, ja,
Und ich glaube, niemand von uns ist je irgendwann am Ziel mit allem, ja. Weil das geht gar nicht. Das ist einfach ein Prozess, ein täglicher Prozess und tägliche Entscheidungen, die du triffst, um deine Gesundheit aufrechtzuerhalten. Deine körperliche, deine seelische, deine geistige, deine emotionale Gesundheit. Und da spielt natürlich Stress maßgeblich mit als erster Stelle eine ganz wichtige Rolle. Ulrike, schön, dass du noch reingepurzelt bist. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke an alle, die live mit dabei waren, die auch Fragen gestellt haben, die Kommentare mit abgegeben haben. Ich speichere das Ganze jetzt ab auf Instagram, dann kann man es im Nachgang noch anschauen. Ich freue mich über alle, die es im Nachgang tatsächlich noch anschauen und mir noch ein Herz da lassen am Ende. Dann weiß ich, da sind noch ein paar dabei gewesen. Und wenn du eine Frage hast, kannst du die natürlich dann immer, wenn ich das live abgespeichert habe, in die Kommentare stellen oder mir auch direkt schreiben. Bin ja immer nur eine Nachricht entfernt, sowohl auf Instagram als auch gerne über WhatsApp, wenn du möchtest. Findest du den direkten Zugriff auch über den Link in meiner Bio zu WhatsApp. Danke für die Herzchen. Meine Kunden haben sowieso uneingeschränkte Betreuung mit dabei über WhatsApp. Das heißt, da wenn Fragen aufkommen, die haben natürlich auch immer oberste Priorität. Genau. Danke, dass du mit live dabei warst. Es war super schön. Ich schicke dir ganz liebe Grüße aus Andalusien. Ich würde sagen Sonnengrüße, aber es hat gerade jetzt zum Regnen angefangen. Wir werden jetzt 4 Tage haben, Freunde. Ja, vielleicht wäre ich ein bisschen unleidig hier und werde mein Leid klagen. 4 Tage nur mit Regen hier in Andalusien. Aber ich will mich mal nicht beschweren. Bei mir ist es immer noch wärmer als bei dir. In Deutschland oder Österreich oder der Schweiz, wo auch immer du gerade bist. Außer du sitzt irgendwo im Ausland in der Sonne. Dann schick auf jeden Fall mal ein bisschen was rüber hier nach Südspanien, weil irgendwie ist da jetzt gerade vorbei damit. Genau, danke, dass du mit live dabei warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und morgen machen wir weiter mit dem Thema Stress, was du tun kannst, um dein Stresslevel zu verbessern, um deine Stressresilienz aufzubauen. Ciao!